Wir haben noch zwei Sprecher hier und zwar kommt jetzt von den Newpies der Leon und der Sebastian, junge Piraten. Zwei Jungs, die euch was erzählen, was ihre Meinung ist zum Thema Legalisierung. Da sind sie, Jungpiraten. Hey, ich bin Leon. Wir wurden relativ spontan eingeladen, hier was zu sagen. Aber wir werden das trotzdem mal machen. Wir machen das in einer Art Interviewform. Also erstmal, wer bist du? Ich bin der Gnafner. Ich bin der Sebastian von den Jungen Piraten. Ja, was sind die Jungen Piraten genau? Die Jungen Piraten sind die Jugendorganisation von den Piraten. Wir sind nicht in die Partei eingegliedert, sind keine parteipolitische Organisation, aber stehen den Piraten sehr nahe von den Positionen und Inhalten her. Ja, die Piratenpartei Berlin hat auf der vorletzten Landesmitgliederversammlung ein suchtpolitisches Programm beschlossen. Wie stehen die Jungen Piraten dazu? Also, wir finden das suchtpolitische Programm der Piratenpartei sehr informativ, innovativ und da sind halt viele Ansätze drin, die so in anderen Programmen nicht zu finden sind. Zum Beispiel die Einrichtung von Marihuana Social Clubs quasi, die so gefordert werden, dass man halt dieses scheiß Mikrofon. Nach vorne und direkt am Mund. Also darin wird zum Beispiel gefordert, dass es möglich wird, sich selbst mit Marihuana zu versorgen, damit halt bestimmte Kriminalisierungsvorgänge wie Dealerei und so weiter nicht mehr stattfinden müssen. Ja, könntest du das Programm noch ein bisschen erläutern? Das bezieht sich ja nicht nur auf Cannabis, sondern sind auch andere Suchtmittel erwähnt. Ja, es geht im Allgemeinen um Präventionsarbeit an Schulen, um Entkriminalisierung von geringem Konsum, der halt teilweise desaströse Auswirkungen im Berufsleben, in der Familie hat. Es geht um... Wurde heute schon oft ausgeführt, aber warum ist die Legalisierung sinnvoll? Was sind die Vorteile davon? Welche Probleme werden gelöst? Okay. Dann übernehme ich mal spontan. Wir haben ein immenses Problem in diesem Land durch Kriminalisierung. Wir haben unnötige Kriminalisierung von Gelegenheitskonsum. Wir haben Kriminalisierung von gesamten Berufsgruppen. Das ist so nicht akzeptabel. Wir sind eine liberale Partei und in einer liberalen Partei wird erwartet, dass jeder Bürger sich frei entfalten kann und der Drogenkonsum gehört dazu. Vielen Dank, ich wünsche euch eine schöne Hand. Genau. Viel Spaß und gebt das Hanf frei. Danke, Jungs. Das kann man nur unterstützen. Gebt das Hanf frei.